Los geht's. Unser erstes Spiel nach der Sommerpause. Was spielen wir denn? Eine Flaschensause. Die gute alte Flaschensause spielen wir jetzt. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben großartige Sachen vorbereitet. Ja. Wir haben eine Flasche. John Pütz würde sich freuen, wenn er noch leben würde. Für alle die ihn nicht kennen, was hat er gemacht? Pornos gedreht hat er. John Pütz hatte natürlich eine grandiose Wissenssendung, wo er ständig irgendwelche Sachen vorbereitet hat, so wie du hier immer und wir beide immer irgendwas vorbereiten. Ne? Das ist der alles. Schrein übrigens heute. Was, was ist in diesem Schrein drin? Der heilige Gral der Wissensfragen. Der Gral ist, das Gefäß des Wissens ist immer halb leer. Wir füllen es heute mit Fragen von uns beiden. Drehen mit der Flasche. Und auf den die Flasche zeigt, der muss eine, ich weiß es nicht, wir kennen die Fragen nicht, eventuell unangenehme Frage beantworten. Oh. Es ist so, dass hast du unangenehme gemacht, du Schweinebacke? Vielleicht. Ich habe Fragen in diesen Topf getan, in diesen Topf getan. Und vielleicht habe ich Glück und er wird alle beantworten müssen. Aber vielleicht musst du auch alle deine eigenen beantworten. Ich habe hier nur nette Fragen. Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer die Flasche drehen darf? Ja, okay. Schnick, Schnack, Katsching. Ha! Loser, ich drehe die Flasche. Auf wen die Flasche zeigt, ich habe ihn ein bisschen angespuckt. Nee, ich glaube, es war die Flasche. Es war die Flasche? Ja, ich will dich nicht... Ich wollte dich nicht denunzieren. Mann, wir sind gut drauf. Wir sind on fire, als wären wir frisch aus der Sommerpause wieder da. Also, auf wen die Flasche zeigt, der muss eine Frage beantworten. Ha! Soll ich dir die vorlesen oder willst du sie selbst vorlesen? Ich will die selbst lesen. Okay. Oh Gott, das ist deine... Das ist meine Schrift! Alter. Ach, was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Oh, sehr, sehr schöne Frage. Lieber Andi, mach alles so, wie du es bis jetzt gemacht hast, denn es hat dich dahin geleitet, wo du jetzt sitzt. Bleib so. Ich gehe davon aus, dass du darauf anspielst, dass du jetzt neben mir sitzt und dass das schön ist. Auch, ja. Ja. Auch? Auch. Was noch? Oh, es gibt viele gute Sachen in meinem Leben. Ja, das war aber nicht die Frage. Ja, aber ich will natürlich auch von dir das wissen, ja? Nee. Warum nicht? Nee. Mach doch mal. Nee, Flaschen drehen. Haha. Du darfst die Flasche drehen. Kam schon wieder Wasser raus? Nee, diesmal hast du gespuckt. Ja. Na, nee, nee, nee. Was? Es war wirklich, ihr kennt es ja, einer muss halt immer bescheißen. Ey, fandst du es war beschissen? Sag mal bitte ehrlich, sei mal jetzt lieb. Fang mal an, lieb zu sein. Ich muss jetzt eine Frage machen. So. Ja. Und? Zieht er seine eigene? Oh Gott. Nein, es ist eine Krickel-Krageschrift, aber ich kann es wirklich nicht lesen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös warst du bei der ersten Folge von Lass mal reden? Hand aufs Herz. Oder Hand aufs Herz, kannst du natürlich sagen, wenn es für mich gewesen wäre. Achso, ich dachte, Hand aufs Herz antworten. Ja, Hand aufs Herz auch, natürlich. Okay, dann beantworte ich beide Fragen. Ja, cool, finde ich gut. Ich habe dir das nicht geglaubt, aber ich beantworte trotzdem zweimal. Also bei der ersten Folge von Hand aufs Herz war ich sehr nervös. Wie bei jedem ersten Drehtag ist man eigentlich immer sehr nervös. Man kennt seine Kollegen irgendwie nicht. Und ich glaube, meine allererste Szene von Hand aufs Herz war auch gleich... eine Liebesszene, Szene, wo du Menschen sagen musst, die du eigentlich nicht kennst, dass du sie liebst. Quasi wie bei Lass mal reden. Ich liebe dich. Oh, krass. Und beschreib noch ein bisschen mit einem anderen Adjektiv, außer nervös, wie du dich gefühlt hast. Also das würde ich auf die Folge von Lass mal reden beziehen. Ja. Bei der ersten Folge von Lass mal reden war ich neben nervös ein bisschen dauergeil. Und man würde sagen, Hashtag... Angesteift. Auf wen die magische Flasche zeigt, das muss man übrigens immer sagen, so. Muss eine Frage beantworten. Ist das richtiges Deutsch? Ja. Und es ist... Deine Schrift. Meine Schrift. Oh Gott. Okay, das finde ich, hätte ich dich gerne gefragt. Egal. Was würdest du gerne mal ausprobieren, traust dich aber nicht? Na dann... Das würde ich unheimlich gerne von dir wissen. Ja, wirklich? Ja. Ich würde wirklich gerne mal ausprobieren, wie es ist, wenn man den ganzen Tag scheiße zu anderen Menschen ist.
So wirklich, dass einem scheißegal ist, was die Leute über dich denken. Das würde ich auch gerne wissen, wie das ist. Ich stell mal vor, einen Tag, du sitzt in der Bahn und da sitzt eine alte Oma und du gehst zu der hin und sagst, kannst du mal bitte aufstehen? Entschuldigung, ich habe einen anstrengenden Tag. Und dann siehst du eine junge, attraktive Frau und gehst hin, hey, du, ey, nicht lange rumreden, wie sieht's aus, zeigst mir deine Brüste. Kannst auch zum Mann gehen und sagen, zeigst mir deine Brüste oder so. So einmal, aber das traue ich mich nicht. Und eigentlich ist es ja auch nicht gut für die Welt, aber einmal wissen, wie das ist, Andi zu sein. Du! Auf den die Flasche zeigt, dann musst du die nächste Frage beantworten. Flasche, ready. Nee, Leute, ey. Wer von uns beiden sieht in 30 Jahren besser aus? Wovon? Warum? Wovon? Wovon sieht jeder besser aus? Ich glaube, du siehst in 30 Jahren besser aus. Oh. Weil du warst halt als Jugendlicher und jetzt als junger Erwachsener unfassbar hässlich. Das kann sich nur nach oben hin entwickeln. Und bei mir ist halt, ich bin jetzt sehr, sehr schön. Ja, also du bist jetzt in deinem Prime. Ich bin jetzt in meinem Prime. Also es geht, ich sehe doch die letzten Monate schon, es geht bergab bei mir. Also die Antwort ist, du wirst in 30 Jahren definitiv besser aussehen als ich. Ja, schön. So, Freunde der guten Unterhaltung, jetzt habt ihr uns wieder ein bisschen kennengelernt. Mich natürlich mehr als ihn, weil die Flasche scheiße ist. Ich glaube, die Flasche liebt dich. Deswegen hat sie immer auf dich gezeigt. Oder die Flasche zeigt immer auf andere Flaschen. Na dann, nehmen wir uns doch beide ein Zimmer und du kannst die Leute verabschieden. Denkt dran, abonnieren. Hat euch das Video gefallen und ihr habt Chris besser kennengelernt, als ihr es vielleicht sogar wolltet, dann abonniert doch den Kanal und liked unser Video. Unterstützt uns. Unterstützt uns auch auf Patreon, dann können wir immer tollere Sachen machen hier auf dem Kanal. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Es gibt auch tolles Bonusmaterial etc. Vielleicht auch eine Frage extra oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald.